Hallo ihr Lieben, und heute habe ich eigentlich ein ganz leichtes Video für euch. Eine Haul, eine Rossmann-Haul. Und zwar Rossmann, DM und eigentlich, ja, lasst euch einfach überraschen. Und ich freue mich so super auf diese Haul. Schon tagelang waren wir shoppen. Also, schon tagelang habe ich mich drauf gefreut. Und heute waren wir endlich shoppen. Und ich denke, wir fangen an mit Rossmann. Ich habe hier nochmal den Kassenzettel, dass ich weiß, wie viel alles gekostet hat. Okay, fangen wir an mit dem Defektionsspray. Das braucht man immer, finde ich, so ein Defektionsspray für Flächen und Hände, im Flugzeug, auf der Toilette, wenn da keine Seife gerade gibt. Oder für irgendwelche Türen oder für die Flächen halt. Und für Hände ist es auch ganz geschickt. Beseitigt 99,99% Bakterien. Von SOS hat genau, ich sage gleich, SOS 1,75 gekostet. Finde ich cool. Und ist sehr, sehr groß, wenn ihr es kauft. In der Kamera sieht es klein aus. Aber es ist doch groß, finde ich. Also es ist genug und riecht eigentlich nicht so wie Defunktionsmittel, sondern besser irgendwie, so nach Nagellack entferner Pfirsich so. Also es riecht gut. Es gibt auch, glaube ich, mit Pfirsichgeruch. Man kann sich im Internet so ein Video darüber anschauen. Also scannt es jetzt einfach mal ein, Leute. Wenn ihr so einen Scanner habt, dann könnt ihr einen Screenshot davon machen und mit dem Scanner jetzt einscannen. So. Ja, finde ich gut. Ich mache einfach einen Stück. Dann machen wir einfach mal weiter mit der Lip Butter. Yay! Die ist neu aus der Werbung. Und ja, sorry, meine Nägel sind neu. Und die riecht einfach so, so gut. Ich kenne die auch mit normalen Geruchs und Erdbeer und so. Aber so mit. Kennt ihr diese Putzi-Zahnpasta? Mit Himbeer, so riecht sie. Die riecht so richtig geil. Die habe ich schon benutzt. Pflegt doch sehr gut. Jetzt benutze ich sie nicht. Und hat genau 1,95 gekostet. Ist ein guter, stolzer Preis. Aber es hat sich gelohnt. Billiger wie EOS oder EOS. Und hat einfach sich so, so gelohnt. Eigentlich ist es besser als EOS, weil da mehr drin wirklich ist. Und es riecht einfach viel besser. Es ist das gleiche eigentlich wie EOS, da sind die gleichen Sachen drin, nur dass da mehr von Öl drin ist. Und dann geht's schon weiter zu meinem Labello. Einmal habe ich jetzt ein Set mir gleich gekauft. Und der hat genau 95 Cent gekostet, weil er original ist. Riecht ganz nach diesem Labello-Creme oder wie die heißt. Original und 95 Cent ist okay, finde ich trotzdem noch teuer, aber es ist ausreichend. Eigentlich relativ gut. So als Pflege. Weil der Lipbalsam, der gibt auch ein bisschen Farbe ab und der Pflegestift, der da gibt gar keine Farbe ab. Dann gehen wir schon weiter und da habe ich mal ein. Ups, hallo, mit dem. Ich muss das kurz aufheben. Da habe ich mir einfach so eine Mini-Tube gekauft. Die ist so klein, da sind 5 Gramm drin. In der Kamera sieht sie so groß aus. Da sieht sie aus wie eine Zahnpastatube. Aber in echt ist sie so klein. Jetzt seht ihr es besser. Und die ist in echt wirklich winzig. Schaut mal meine Nägel. Die sind fast so groß wie, die sind so groß wie mein Daumennagel. Seht ihr das? Und wisst ihr, wie klein der ist? Ja, nicht so klein, eigentlich ist er schon groß. Aber egal. Also finde ich gut von SOS ein Lippen-Herpes-Gel. Braucht man immer für die Reise oder so. Und ist richtig gut, klinisch getestet. Und genau hat es 4,45 Euro gekostet. Ist klein, aber es hat sich einfach so gelohnt. Es ist ein normaler Preis. Und dann meine Nägel. Die habe ich auch gerade an. Die habe ich vor kurzem dran gemacht. Ich muss sie jetzt noch trocknen lassen. Deswegen bin ich noch so vorsichtig. Ich fange jetzt zum 16. Mal.
Und ich kann es einfach nur empfehlen, da sind 30 Nägel drin, immer so 10 von denen und 3 von denen. Also sind da insgesamt, sage ich euch, 6 von denen drin und 30, ne, was noch? Ach, egal. Also 6 von diesen und 24 von diesen. Und die sehen so schön aus. Und die kann man einfach so für alles benutzen. Die sind, das sind Gel-Fingernägel. Und die sind so extrem billig. Ich habe sie mir schon mal bei einem Nagelsalon machen lassen. Und die sind manchmal so teuer. Wirklich. Und neue Farben. Und haben genau nur 6,95 kostet. Es ist so billig. Jetzt gehen wir weiter zu einfach DM. Da habe ich nur eine Sache. Sorry. Aber da habe ich mir schöne Nagellackentferner, Tücher benutzt. Ich bin heute echt fallig. Und die kann man da einfach aufmachen. Und da sind so. Echt jetzt? Da sind so verschiedene Tücher. Und also so einfach Tücher habe ich auch schon benutzt. Ich muss hier, bevor ich die aufgebe, die Fingernägel einfach reinigen. Die Gelfingernägel, künstlichen. Und da sind die einfach so gut. Man braucht ein Tuch, die sind so dünn. Da sind, glaube ich, wie viele sind da drin? 30 Stück, genau. Und die haben 69 Cent gekostet. Reduziert waren sie. Und ja, billig. Dann kommt schon zu DM. DM, sage ich schon. Gott, Apotheke. Und da habe ich mir eigentlich für mein Dings da nur so ein Behälterchen gekauft. Das hat 5,99 gekostet. Relativ okay. Kann man so dieses Ding da einfach so auch bei anderen Sachen da reinpacken. Man muss, das war eigentlich nicht dafür gedacht. Das war eigentlich für Ketten. Und so, dann ist das so gerade gar nicht rein. Ich habe das gar nicht ausprobiert, ob das da reinpasst. Scheiße. Naja. Passt vielleicht gar nicht rein, aber da kann ich ja die Ketten wirklich benutzen. Und ja, finde ich cool. Und dann kommen wir zu der letzten Sache. Und jetzt könnt ihr einmal raten, jetzt macht ihr einen Stopp in meinem Video. Und dann schreibt ihr in die Kommentare, was da drin ist. Oh, ich sehe das hier. Genau, Himbeeren. Da habt ihr vielleicht richtig geraten. Und die haben glatte 2,95 gekostet. Und sie sind so gut. Die sind jetzt schon gewaschen, also nicht, dass ihr denkt, irgendwie, die sind nur wieder so schön verpackt. Gewaschen sind sie. Und die sind so eine gute Qualität. Die habe ich gekauft eigentlich im Supermarkt. Von, wie heißt das? Ach, ich habe gerade meine Nägel gegessen. So. Wie heißt dieser Laden? Oh Mann. Rewe. Mit 2,95 stolzer Preis, aber sowieso gut. Also, da kriegt man so einen Tiefkühl, falls ihr Glück habt. Die habe ich jetzt für 20 Cent dazu gekauft. Als Grünwille. Ja, und es war. Ah, nee. Sorry. Dann habe ich mir eigentlich noch von dem Rewe so eine gute Zitronenlimo gekauft. Ich muss jetzt leider das verdecken. Und die schmeckt so lecker. Habe ich schon halb leer. Die schmeckt einfach so wie Sprite. Ja, relativ nice. Ich finde, dass es halt sich so gelohnt hat. Und ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, das und das zu kaufen. Das sind meine Lieblingsartikel. Und die Lip Butter kann ich euch einfach so empfehlen. Ich sage euch den Endpreis, okay? Von Rossmann, alles von Rossmann, also hier das da, hat
16,05 €. Ich blende euch natürlich alles nochmal ein, wie viel es kostet, hat hier einmal eingeblendet. Und alles, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich muss euch noch zu diesem Ding sagen, falls ihr euch kauft und nicht hinten durchlest. Man darf es nicht mehr als 25 Grad aufhalten. 6 Monate haltbar. Und wenn man es jetzt Sommer ist und man hat wirklich Herpes, was öfters da ist, dann in den Kühlschrank. Aber der Kühlschrank darf nicht auf 2 Grad sein, gell? Und nicht ins Kühlfach. Also ich würde euch empfehlen, ehrlich. Und es ist von SOS und SOS ist so eine gute Marke. Und 4,45 € geht wirklich noch dafür. Ich würde euch an deiner Stelle oder an eurer Stelle, es wirklich auch kaufen. Der Labello, der war wirklich nur zum Spaß gekauft. Irgendwie weiß ich nicht wieso. Taut auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber kann man ja immer mal gebrauchen. Und danke fürs Anschauen eigentlich. Abonniert mich. Und was ihr dieses Video habt ihr so gefeiert. Und zwar, meine Katze hat Angst vor dem Staubsauger. Das blende ich euch hier ein. Und nochmal die Verlosung. Ich muss die Verlosung. Nein. Ich blende euch die Verlosung nicht ein. Nein. Ich muss sie auflösen, wenn ich zu Hause bin. Weil ich bin hier gerade im Urlaub. Tschüss, ihr Lieben, und bitte abonniert, kommentiert, wie ich ja schon gesagt habe, was da drin war. Und teilt an eure Freunde, die wollen bestimmt auch wissen, was ich so eingekauft habe. Und mal sehen. Tschüss. Upsala.